Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Kaffee mit Sashi. Und heute mit einem kleinen Video, was sagt man, zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester? Sagt man doch immer so zwischen den Jahren, ne? Wir befinden uns gerade zwischen den Jahren. Also wir befinden uns jetzt gerade zwischen den Jahren 2019 und 2020. Und ich dachte, ich mache heute mal ein kleines Video über meine Weihnachtsgeschenke, die hier super auf diesen Kanal passen, um sie euch vorzustellen. Heute allerdings nicht inhaltlich, ja, weil die meisten dieser Sachen, die hier heute auf meinem kleinen Tischchen stehen, habe ich noch gar nicht gesehen, gelesen oder geschaut. Das heißt, ich stelle sie euch nur einmal vor. Und wenn ihr denkt, oh Gott, der Typ ist ja so verwöhnt, was hat denn der alles gekriegt? Dazu gibt es eine kleine Hintergrundgeschichte. Das Ganze war nicht so teuer, wie es jetzt vielleicht auf den ersten Blick aussieht. So, zuerst gibt es wieder die Milch in den Kaffee. Oh, zack. Ein Kaffee gehört immer dazu bei mir auf meinem Kanal, das wisst ihr. Der erste Schluck. Lecker, lecker. Ja, wie geht's euch so? Wie habt ihr Weihnachten verbracht? Habt ihr die Geschenke gekriegt, die ihr euch gewünscht habt? Ich sag ja immer, die besten Geschenke macht man sich selber. Oder man hat Personen, die ganz genau wissen, was sie einem schenken müssen, damit man ein Lächeln auf dem Gesicht hat. Bei mir ist es tatsächlich so, ich liebe Weihnachten und ich liebe es auch, Geschenke zu bekommen. Ich liebe es aber genauso gut, zu beschenken. Also anderen eine kleine Freude zu machen. Es gibt ja immer wieder die Leute, die sagen, geh mir weg mit Weihnachten, alles Konsum, Konsum. Ja, klar, das gehört auch dazu. Aber es ist immer das, was man selber draus macht. Und man kann tatsächlich eine gute Weihnachtszeit verbringen, indem man sagt, so und jetzt ziehe ich mich ein bisschen zurück, jetzt wird alles ein bisschen stiller, jetzt wird alles ein bisschen leiser, gehe mal in mich. Aber für mich gehören auch meine ganzen Medien dazu, wie gute Romane, wie gute Hörspiele und vor allen Dingen wie gute Filme für meine Sammlung. Ich habe mir auch ein bisschen was zurechtgestellt hier, Marzipan. Werde ich zwischendrin mal ein bisschen kauen, ja, also nicht neidisch werden, holt euch selber was. Und dann können wir zusammen was essen hier. Ja, wie gesagt, heute stelle ich euch so ein bisschen meine Weihnachtsgeschenke vor, die ich bekommen habe. Allerdings, wie gesagt, nicht inhaltlich, weil ich davon so gut wie nichts kenne, nichts gesehen habe bisher, nichts gelesen habe und nichts gehört habe. Das kommt dann später mal in den Wochenrückblicken, wenn ich das Ganze durchgegangen bin. Ja, warum ist es so viel? Es ist so viel, weil unter anderem dieser ganze Haufen hier, das war eigentlich eine Anschaffung, die ich mir selber gemacht habe, Anfang, Mitte November diesen Jahres. Und zwar hat der liebe Slane McGrath, Grüße an Tommy, ein sehr, sehr guter YouTuber, einer meiner liebsten YouTuber, ein Verkaufsvideo gemacht, hatte ich schon in meinem Nikolaus-Update gesagt letztes Mal. Und da hat er ein paar Filme aus seiner Sammlung ausgemustert, aufgrund dessen, weil er sie nun doppelt hatte oder abgeupdatet hat auf Blu-ray. Und ich habe ihm einige Filme abgekauft und das war eigentlich ein Schnäppchen für mich, das war ein Schnapper und habe eigentlich gesagt, Mensch, das ist was zu Weihnachten für mich. Und von daher liegt hier eine ganze Menge, was aus diesem Verkauf ist. Und das habe ich jetzt zu Weihnachten bekommen und habe mich wahnsinnig darüber gefreut, dass da einige Filme in meine Sammlung gekommen sind, die ich entweder schon lange wollte oder auf die ich echt neugierig bin, wie sie sind. Und wir fangen gleich mal an. Gleich oben auf dem Stapel, das ist jetzt nicht aus dem Verkaufsvideo, sondern den Film habe ich mir tatsächlich gewünscht und auch bekommen vom Santa Claus. Und zwar ist es Freitag der 13. Jason lebt, 6. Teil. Ich sammle ja die Freitag der 13. Serie und habe von Teil 3 an bisher alle Mediabook, Teil 2 und 1 nicht, in der normalen Emery nur. Ich möchte aber auch die beiden irgendwann mal updaten auf Mediabook, weil das ist so die einzige Serie, die ich komplett im Mediabook haben möchte. Ich finde die Serie sehr, sehr unterhaltsam. Ja, sie wirkt zwar heutzutage ein bisschen altbacken, ob das von den Effekten her ist oder von der gesamten Inszenierung, den schablonartigen Charakteren, aber genau deswegen gucke ich sie so gerne, wegen diesem Charme der 80er. Und bin es nicht überdrüssig, Jason Voorhees ist zu einem meiner absoluten Lieblingskiller im Slasher-Genre geworden. So, und da gab es dann halt dieses Jahr zu Weihnachten das Mediabook Freitag der 13. Teil 6, Jason lebt. Wie gesagt, habe ich noch nicht gesehen. Tatsächlich habe ich den Film auch noch nie gesehen. Und bin da wirklich gespannt drauf, wie der ist. Und
eine Review zu dem Film und wir gehen dann das Mediabook mal durch, wenn ich es gesehen habe, in einem Wochenupdate. Teil 6, damit fehlen mir nur noch Teil 7, Jason im Blutrausch heißt er, glaube ich, Teil 8, Todesfall in Manhattan, 9 wäre dann Jason Goes to Hell und 10 ist ja Jason X, der im Weltraum spielt. Ja? Schluck Kaffee erstmal. Freitag der 13. ist ja auch so eine typische Serie, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Für mich ist es natürlich auch ganz viel Nostalgie-Bonus der 80er Jahre. Und diese Serie gehört einfach dazu. Ich habe einige Filme damals gesehen auf den ausgenudelten VHS-Bändern meines Bruders. Da war der 3. Teil bei, der ja in 3D gedreht wurde. Da war der 5. bei, ein neuer Anfang. Und ich fand diese Filme immer sehr, sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam. Und wie gesagt, die kommen mir jetzt alle im Mediabook ins Haus. Des Weiteren habe ich bekommen Bruce Lee. Den habe ich tatsächlich mir selber ausgesucht. Der Mann mit der Todeskralle, ich glaube sein bekanntester, und er trägt immer noch das FSK 18 Logo. Ich stehe ja so ein bisschen so auf so Kampfsportfilme wie auch Bloodsport oder Karate Tiger, und Bruce Lee fand ich immer schon cool, habe zwar noch keine Filme von ihm großartig in der Sammlung, aber der hörte sich richtig gut an und da bin ich mal gespannt, wird demnächst bestimmt auch in ein Wochenupdate hier einfließen. Marzipan. Auch da ist es ähnlich wie bei Freitag der 13. Entweder man liebt es oder man hasst es. Und ich liebe es. Ich bräuchte nicht allzu viele Süßwaren, aber Marzipan gehört dazu. Dann habe ich noch bekommen von meiner lieben Frau 2 Romane. Einmal zur Komplettierung oder langsam Komplettierung, es ist ja auch ein riesiges Gesamtwerk, was die Dame hat. Agatha Christie, Das Haus an der Düne. Ein Fall für Poirot, ja, Hercule Poirot, der Ermittler, der Belgische, mit dem großen Schnurrbart. Da habe ich auch noch nicht so viele Bücher vor. Ich habe früher ganz viele Agatha Christie Bücher gehabt, die sind alle irgendwann im Altpapier gelandet. Und jetzt hat der Atlantik Verlag so eine tolle Edition mit gezeichneten Covern herausgebracht. Und ich lese sie immer noch gerne. Charmante alte Kriminalstories. Und dann habe ich noch bekommen den ersten Jack Reacher Roman von Lee Child, Der letzte Befehl. Jack Reacher ist ja ein Militärpolizist. Es gibt mittlerweile, wie viele Bände gibt es mittlerweile? Ich habe jetzt im Mallorca-Urlaub dieses Jahr gelesen, ich glaube das 10., 11., 12., Wespennest hieß das, und das, ich war einfach gefesselt davon. Von diesem, es ist ein Thriller, von diesem Roman Jack Reacher, ist ja auch verfilmt worden mit Tom Cruise. Und hier ist es jetzt der erste Jack Reacher Roman, damit hat alles angefangen, und das sind knallharte Thriller, schnörkellos geschrieben, brutal. Die Handlung wird schnell vorangetrieben, genau das, was ich gerne möchte. Kein großer Leerlauf in diesem Roman, hoffe ich zumindest. Ich habe ja erst einen gelesen, aber den ich gelesen habe, der war schon top. Also von daher 2 super Romane, auf die ich mich freue. Ich hatte die Wahl für mein Weihnachtsbudget, entweder Lee Child, also mein Jack Reacher, fortzuführen, oder einen weiteren Stephen King Roman. Ja, Stephen King Romane sammle ich für mein Leben gern, ich lese sie gern. Er schreibt sehr ausschweifend. Viele mögen das nicht, ja, da wird alles beschrieben. Welche Polsterfarbe hat das Sofa, wie viele Knöpfe hat das und wie viele Staubmilben wohnen da drin, zum Beispiel. So schreibt Stephen King. Aber ich mag das sehr, weil ich werde dadurch in die Handlung hineingezogen, das Ganze. Und ja, habe aber von Stephen King bestimmt schon an die 25 oder 30 Bücher, und ich dachte mir, Lee Child, und jetzt möchtest du auch wissen, wie es mit Jack Reacher weitergeht oder wie es damals angefangen hat. Und von daher war es dann dieser Wunsch. Noch dazu gehörten natürlich zu meinen Weihnachtsgeschenken, wenn ihr meinen Kanal ein bisschen kennt, Hörspiele. Und unter anderem gab es das 4. Hörspiel der 5 Freunde im Schnee. Ich sammle ja 5 Freunde Hörspiele, und es gibt einige, die in Schnee und Eis spielen und zur Weihnachtszeit. Und Nikolaus habe ich ja schon bekommen, 5 Freunde und das Abenteuer im Hundeschlitten, Kritik dazu im letzten Video. Und jetzt habe ich bekommen 5 Freunde und die Entführung im Skigebiet. Ja, und da gucken wir mal, oder hören wir mal besser, wie das Hörspiel ist,
an den nächsten Abenden, wenn es draußen kalt ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch das Wetter schneit. Bei uns ist ein ganz seltsames Wetter. Ja, gestern war es eiskalt, klirrend kalt, heute auch noch. Morgen sollen wir schon wieder 6 Grad haben. Sehr seltsam. Dann gab es noch ein Hörspiel. Und zwar aus der zweiten Serie, die ich sammle. Gruselkabinett. Die Familie des Vampirs. Folge 3 habe ich mir ausgesucht, entstanden im Jahr 2004. Und da sind ganz, ganz berühmte Sprecher bei. David Nathan, zum Beispiel die deutsche Stimme von Johnny Depp. Ariane Bohrbach, die Catherine Zeta-Jones synchronisiert. Pia Uschinski, Daniela Hoffmann, die Julia Roberts synchronisiert. So viele bekannte Sprecher bei. Ich liebe diese Serie. Und die ist echt gruselig und atmosphärisch dicht. Also wer ein bisschen auf Schauerromantik steht, ja, auch mit Handlungen früherer Zeiten, vor 100, 150 Jahren, der ist damit richtig aufgehoben. Das war mein Weihnachtsmann. Ich habe das Ganze schon ausgepackt, damit ich hier jetzt die Zeit nicht vertrödel im Video. Jetzt kommen wir zu diesem Stapel. Das ist der Stapel, den ich, wie gesagt, Slane McGroth abgekauft habe in seinem Verkaufsvideo. Anfang Mitte November. Und da sind einige gute Filme bei. Zwei. Und das ist schon Urzeiten her. Fangen wir mal an mit dem ersten. Wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es gab noch einen. Den habe ich aber schon Silvester bekommen. Da gibt es auch keine Geschenke mehr. Nikolaus bekommen. American Cyborg. Steel Warrior. Kritik irgendwo in einem von meinen Adventsvideos der letzten Wochen. Müsst ihr mal schauen. In die Titelbeschreibung. Der erste Film, den ich Slane abgekauft habe, ist Die Frau in Schwarz. Ein, glaube ich, klassischer Geisterfilm mit Daniel Radcliffe. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich stehe auf so mystischen Horror der Jahrhundertwende. 1890, 1899, 1900. Ungekürzte Fassung steht drauf. Ich weiß nicht, bei so einem Geisterfilm, was kann man da immer falsch machen, dass das gekürzt werden muss? Ein Geisterfilm? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, ob das so im Stile ist von The Others zum Beispiel mit Nicole Kidman. Fällt mir ein. Haunted. Diese Haunted-Filme, ne? Dann habe ich mir ausgesucht, Eddie Murphy, auf der Suche nach dem goldenen Kind, auch als DVD. Wie ihr wisst, wenn ihr meinen Kanal seht, es ist mir vollkommen egal, ob es eine DVD ist, ob es eine Blu-ray ist. Hauptsache, es ist ein Film, ein cooler, mit dem ich was anfangen kann, denn ich bin ja Filmfan und kein Schärfe- und Dolby Surround 800.000 Millionen Mal aufgebohrt Fan, sondern mich muss der Film fesseln. Und der Film muss mich nicht fesseln durch billige Effekte oder ein klares Bild oder einen glockenklaren Sound mit 2 Millionen Effekten da drin, sondern der Film muss mich fesseln durch die Darsteller und eine gute Story. Und wie ihr hier seht, vielleicht auch an dem Stapel, wenn ich das weiter durchgehe, wenn ich sage gute Story, gute Darsteller, sind fast nur Filme von früher. Retro. Mit Ausnahme Die Frau in Schwarz vielleicht. Aber wie gesagt, den kenne ich noch nicht. Den hier kenne ich auch nicht. Soll aber sehr, sehr gut sein, habe ich gehört. Wird demnächst auch geschaut und dann hier reviewed. Ja, und heutzutage die Filme, bei den meisten Filmen heutzutage, um mal wieder so den Schwenk zu heutzutage zu kriegen, ist es ja so, dass wirklich eine schlechte Story, eine mittelmäßige Story, schlechte Charaktere, schlecht geschriebene Charaktere. Man kann ja gar nicht sagen, dass die Charaktere scheiße sind. Man kann aber sagen, dass die Autoren scheiße sind, die solche Charaktere schreiben. Also im Grunde setzen da Leute zusammen, die langweilige Charaktere und langweilige Storys schreiben. Vorhersehbar oder einfach nur scheiße. So, und um den Film aufzuwerten, werden ganz viele Effekte eingebaut, es muss überall blitzen, es muss permanent krachen, ja, damit unser Gehirn gar nicht mehr mitkommt. Unsere Augen müssen überflutet werden, unsere Ohren, es muss um uns herum scheppern im Kinosaal, damit wir gar nicht mitkriegen, wie schlecht die Drehbücher sind und wie grottenschlecht teilweise die Charaktere sind und wie riesig die Drehbuchlöcher sind. Da könnten ganze Menschen drin versinken.
Gab's schon immer. Auch Freitag, der 13. ist nicht immer realistisch, um so zu sagen. Eigentlich fast nie. Aber diese Filme sind nicht überladen mit Effekten. Ja, permanent, um den Zuschauer zu fesseln. Ein weiterer Film von früher, Ende der 80er muss das gewesen sein. Und den habe ich tatsächlich mal gesehen auf einem VHS-Band meines Bruders. Wes Cravens Schocker. Da bin ich wirklich gespannt. Der hat mich damals, weiß ich noch, da war ich aber auch wesentlich jünger noch, gefesselt. Und ich bin gespannt, ob er mich heutzutage immer noch so gut fesseln wird. So sieht er von der Seite aus. Das Innenleben zeige ich euch dann in den Reviews sozusagen, wenn ich die Filme mir angeschaut habe. Ein nächster Film ist, und da hat Slane in seinem Verkaufsvideo gesagt, das fand ich so witzig, er hat gesagt, ich kann nichts mehr anfangen mit diesen ganzen Zombie-Filmen, wo die Zombies so rumschleichen, so langsam aus den 70er und 80er Jahren, die berühren ihn nicht mehr. Und ich musste in dem Moment denken, geil, den Film willst du jetzt mir echt verkaufen, weil ich ein absoluter Fan von solchen Filmen bin und mich gut unterhalte, gerade bei diesen langsam erzählten italienischen Horrorfilmen. Und dieser Film ist genau in dieser Kerbe und der stand auch auf meiner Wunschliste und das auch schon letztes Jahr. Und ich habe ihn dieses Jahr ganz günstig geschossen, die Rückkehr der Zombies mit diesem geilen, ja gut, ihr seht es jetzt wahrscheinlich nicht in der Kamera, es ist auf so ein 3D-Effekt hat das. Rückseite zeige ich euch jetzt nicht, das sind ein paar heftigste Bilder drauf. Die Rückkehr der Zombies, klar, Trash, ja, aber geile Masken, geile Effekte, alles handgemacht von damals. Und finde ich immer wieder unterhaltsam, ja. Also unter anderem soll hier wohl ein Mann mitspielen, der über 20 war und der ist geschminkt wie ein 10-jähriger Junge, weil Kinder damals nicht mitspielen durften in Horrorfilmen irgendwie oder so. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Und es gibt noch diverse Filme, die ich mir da noch in meine Sammlung holen will in den nächsten Monaten oder Jahren. Unter anderem auch die ganzen Lucio Fulci-Dinger, Das Haus an der Friedhofsmauer, Geisterstadt der Zombies, Voodoo-Schreckensinsel der Zombies habe ich ja schon, das kann ich euch demnächst auch nochmal präsentieren. Einer für mich der besten Zombie-Filme ever. Eine grandiose Atmosphäre, ein grandioser Soundtrack. Und ich glaube, der Kampf mit dem Zombie und dem Hai unter Wasser ist unerreicht bis heute. Ja. Dann die ganzen, was gab es denn da noch? Ein Zombie hing am Glockenseil. Sowas, ne? Ist genau meins. Mag ich gerne. Gucke ich gerne solche Filme. Der nächste Film, auch ein Klassiker, den ich übrigens auch bei meinem Bruder, glaube ich, gesehen habe damals. Aber ich weiß noch nicht mal, ob ich den jemals ganz gesehen habe. Gibt es mittlerweile, glaube ich, 6 Teile von. Ich fange klein an. Tremors im Land der Raketenwürmer in dieser DVD-Edition. Und der ist sehr unterhaltsam. Das ist ja ein moderner Klassiker mittlerweile. Also ich glaube, es gibt kaum Menschen, die Filmsammler sind und Tremors im Land der Raketenwürmer nicht kennen. Mittlerweile in den neueren Filmen sind allerdings die handgemachten Effekte ein wenig gewichen von CGI-Raketenwürmern. Kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen, habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht mal irgendwann, ich fange jetzt mal mit Teil 1 an und dann werden wir es sehen. Und jetzt kommen wir noch zu 2 Filmen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon erkennen könnt. Auf die bin ich richtig gespannt. Der erste Teil dieser Serie ist absoluter Kult. Den habe ich eine Zeit lang rauf und runter geguckt, damals auf DVD. Und als er wieder aufgeführt wurde für so eine Sondervorstellung im Kino, war ich auch da. Und die Rede ist von From Dusk Till Dawn. Und der erste ist ja mit Quentin Tarantino und George Clooney. Absoluter Kult. Und er hat dann ja irgendwann 2 Fortsetzungen erhalten, über die man ja immer nur gehört hat, wir legen den Mantel des Schweigens über die Fortsetzung. Nun ist es bei mir so oft, wenn ich das höre und mir die Filme selber angucke, werde ich grandios unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich einen kranken Geschmack habe, was das angeht. Oder ob viele andere Menschen immer nur anderen Menschen nach dem Mund reden. Natürlich ist der erste Teil grandios. Und ich erwarte von keinem dieser beiden Filme, dass sie auch nur annähernd da herankommen. Aber ich erwarte mir eine trashige B-Movie-Perle. Wirklich einen kleinen Film. Und da bin ich gespannt. From Dusk Till Dawn, Teil 2, Texas Blood Money. In der Hauptrolle haben wir ja, Robert Patrick.
Terminator 2, ne? So sieht das Cover aus. Titty Twister unten. Und auf der Rückseite. Das, und dann wurde ja noch ein dritter Teil, ich weiß nicht, ob die in einem Zug gedreht wurden, ähnlich wie bei Zurück in die Zukunft damals, der zweite und der dritte Teil. Dann haben wir noch From Dusk Till Dawn 3, The Hangman's Daughter, der spielt dann im Wilden Westen, der erzählt so die Vorgeschichte vom Titty Twister. Und wie gesagt, ich erwarte mir keine gleichwertigen oder von der Qualität gleichwertigen Filme wie den ersten Teil, sondern ich erwarte mir einfach zwei B-Movie-Trash-Perlen mit guten Effekten, die mich gut unterhalten. Bin gespannt, komm in meine Sammlung und dann schauen wir einfach mal. So, Schluck Kaffee, einer liegt da noch. Und der war sozusagen Slanes Geschenk an alle, die aus seinem Verkaufsvideo mehr als 15 Euro, glaube ich, gekauft haben. Also alle Leute, die 15 Euro und mehr ausgegeben haben, haben von ihm einen Trash-Film umsonst obendrauf bekommen. In das Paket. Und ich habe bekommen Transmorphers. Keine Ahnung, was das ist. Transformers habe ich nie gesehen. Ist nicht mein Ding. Ist mir zu viel Effektgewitter. Das wird hier nicht anders sein wahrscheinlich. Ja, Asylum. Asylum ist ja die Firma, die bekannte Franchises ausschlachtet, die Titel ein wenig umnennt und dann die Filme im selben Jahr auf den Markt bringt. Hier ist es nicht Transformers, sondern Transmorphers. Und da bin ich wirklich gespannt, was das für eine Trashperle ist, wie die Effekte sind. Review auf jeden Fall hier bei mir auf meinem Kanal. So Leute, das waren die Weihnachtsgeschenke, die ich bekommen habe aus den Bereichen, die so relevant sind für meinen Kanal hier. Ich möchte es nicht unerwähnt lassen, dass meine Schwiegereltern mir ein Duschgel gekauft haben, geschenkt haben. Das wollte ich jetzt aber nicht für euch in die Kamera halten. Ich meine, was interessiert euch mein Duschgel? Ne? Das ist Quatsch, oder? So, Kaffee ist alle, letzter Schluck. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was habt denn ihr so zu Weihnachten gekriegt? Ja, haut es doch mal unten in die Kommentare und vielleicht kommen wir in so einen kleinen Austausch rein. Und jetzt genießt noch ein bisschen die Zeit zwischen den Jahren. Wir sehen uns nämlich erst wieder im neuen Jahr, im Jahr 2020. Ich weiß noch nicht genau, mit welchem Video. Ich wollte ja irgendwann auch nochmal mit euch rausgehen und so einen Vlog draußen machen, wenn ich wandere. Ich wandere ganz gern, ich gehe ganz gern spazieren. Es wird auf jeden Fall weitergehen mit meiner Reihe Kellerfundstücke im neuen Jahr, wo ich Sachen im Keller aus meinem Keller hochhole, die ich irgendwann mal verbannt habe und euch vorstelle, was da unten so gelandet ist. Es wird weitergehen mit der Review von den Status Quo Alben. Da sind wir ja erst bei den ersten beiden gelandet in diesem Jahr. Und ansonsten Wochenupdates, Einzelfilmreviews etc. etc. Ich freue mich auf euch, wenn ihr meinem Kanal treu bleibt. Abonniert den Kanal hier oben, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und dann wünsche ich euch einen super, super guten Rutsch ins neue Jahr. Ganz viel Gesundheit, denn das ist unbezahlbar Gesundheit. Ohne Gesundheit geht nichts. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Also, guten Rutsch. Euer Sashi. Ciao.